Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Borderlands 2. Ich bin in der Nähe von diesem Kran, auf dem wir, oder bei dem wir den Orbitaltransmitter anbringen sollen. Also dachte ich, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, erstmal dahin. Das sieht ja ganz einfach aus, ne? Ich meine, hingehen, draufklatschen, fertig. So, und das soll ich jetzt aufnehmen? Oder wie? Sieht doch gut aus, ne? Wo ist ein... Theoretisch müssten sie halt von da schießen, ne? Das sollte reichen. Ja, yeah. Dich zum Core Opportunity Outreach Center und sende das Filmmaterial. Das hatte doch was. Das hatte doch was. Und jetzt soll ich wohin, bitte sehr? Dahin? Oder bin ich gerade doof? Ne, hier hin. Also der Teil ist wo richtig, dann unter mir wahrscheinlich, ne? Jungs, es heißt, dass Kammerjäger die Stadt infiltrieren. Ihr dürft ruhig abhauen. Für so einen Scheiß zahlt man uns nicht genug. Ach, dammit. Der hat mich so voll nicht gesehen, das wäre so genial gekommen, aber nein, ich muss es natürlich wieder verkacken hier, ne? Das ist doch traurig. Der zählt auch als Ingenieur. Ach so, nee, das zählt als Hyperion Angestellter. Okay, okay. Und senden. So, jetzt veröffentlichen wir die Früchte deiner harten Arbeit. Hurra! Ich bin ein Filmdirektor. Yay! Zweifel, dass noch jemand es eilig haben wird, hierher zu ziehen. Ausgenommen Vogelliebhaber. Komm zurück. Vogelliebhaber? Vogelliebhaber wird das hier gefallen? Ehrlich? Warum? Da werden Weiber zu Hyänen. Töte den Vorarbeiter. Gut, okay. Das Kopter, die da rumfliegen, oder was genau fliegt da durch die Gegend? Wow. Einfach so ein Koffer voll. Ach so. So ein Koffer voll mit. Besseren Waffen. Besseren Artefakten. So, jetzt habe ich es. Oder zumindest Artefakten immer gemein. Weniger besser, aber. Artefakten, ne? Au. Interessant. Ich muss jetzt irgendwie nach da oben. Das Einzige, was ich in dieser Stadt bisher nicht mag, ist, dass ich nie genau weiß, wie ich von A nach B komme. Also zumindest ist das Gewehr stark. Das ist vielleicht mindestens der eine große Punkt, an dem ich nicht meckern kann. Es haut rein! So, dann gucken wir mal. Irgendwo hier muss ja dann der Vorarbeiter sein. Lass mal hier so rüberhopsen. Yeah! The Pits. Okay, du bist also der Vorarbeiter Jasper. Okay. Sein Schwachpunkt ist das Ding da? Okay. Was ist hinter mir und nervt mich? Du bist hinter mir und nervt mich. Das wird nicht gut ausgehen. Aber jetzt schon eher. Ah, komm schon. Ah, come on! Ja, du sagst es, Baby. Okay. So. Jetzt ist irgendwann mal gut. Inmitten
Oh mein Gott, ist okay. Reicht mir. Weil ich irgendwie zu doof bin, das Ding kritisch, vernünftig, normal zu treffen, machen wir es halt so. Oh, er hat einen Schlüssel fallen gelassen. Tu einer Lady einen Gefallen und nimm ihn. Schlüssel? Da ist der Schlüssel, okay. Schuppenschlüssel des ehemaligen Vorarbeiters, okay. Schlüssel passt in ein Schloss, Schätzchen. Check die Container. Sieh nach, ob dieser Schlüssel einen von ihnen öffnet. Wow, mehr Mission. Warum kommen da schon wieder mehr Roboter? Das ist, glaube ich, das eine Schlimme hier an Opportunity. Hier kommen überall Roboter. Logisch, wenn man bedenkt, wo wir sind, aber macht es nicht unbedingt angenehmer. Ich habe den jetzt theoretisch ein Auge ausgeschossen. Ich denke da nicht zwangsläufig jedes Mal dran, aber... Hey, im Prinzip war das jetzt ein Auge ausgeschossen. Habe. Warum bist du hier? Oh, noch mehr Iridium. Wo kam das denn jetzt schon wieder dann her? Ach, egal. Hör auf zu hinterfragen. Nimm das einfach an. Nicht hier lang? Nicht so richtig, ne? Nicht ganz, zumindest. So in der Nähe, aber ich will wahrscheinlich hier erstmal weiter lang. Sieht vernünftiger aus. Ja, ja, ja. Ja, doch. Wahrscheinlich ist da aber auch irgendwo eine Leiter. Ja, was macht das schon? Klingt, als hätte dieser Schlüssel genau die richtige Größe. Sieh nach, ob was Nützliches drin ist. Würde ich ja, wenn er aufgehen würde. Achso. Okay, ich muss doch noch extra draufklicken, meine Güte. Wenn ich mich mit Sprengungen auskenne, und das nehme ich doch an, könntest du mit Hilfe dieser Sprengladungen die Baustelle fluten. Wenn du die Rückhaltemauer in der Nähe sprengst und diese Gruben flutest, bin ich dir ewig dankbar. Das alte Busenwunder ist immer noch sauer auf mich, was? Ich meine, versteh mich nicht falsch, ich verstehe das. Wenn man mal für umsonst Steak gegessen hat, spachtelt man nicht gerne Hamburger, für die man bezahlen muss. Falls du kapierst, was ich meine. Kapierst du, was ich meine? Ja. Ich verstehe ungefähr, was er meint. Okay, dann verstehst du auch nicht. Dann hat sich das auch schon mal erledigt. Aber vermutlich meint er, er hätte einen der größten, die jemals da waren oder sowas in der Richtung. Weg von dem Sprengstoffschätzchen, das wird eine Mordsexplosion. Wie beruhigend. Ich bin mittendrin, oder wie habe ich das? So wütend habe ich Jack nicht erlebt, seit ich seinen schönheitsoperierten Arsch in die Gosse getreten habe. Komm zurück, Schätzchen. Oh Mann. Gut. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal drei Missionen, die wir abgeben könnten. Aber wir hatten hier eine Nebenmission, das weiß ich ganz genau. Die war irgendwo hier oben. Ich würde auch gerne diesen Bereich hier entdecken, weil dann haben wir, glaube ich, alles in Opportunity gesehen. Ja, viel besser. Aber hier liegt wirklich eine Menge Munition und alles rum, also... Da braucht man sich, glaube ich, nicht beklagen. Städtereisen da. Na, dann waren wir wohl überall. Nehme ich jetzt mal an. Noch mehr Grund zur Annahme, dass wir am Ende des Spiels angelangt sind. Oder zumindest sehr, sehr nah dran. Ich habe nur immer noch keine Ahnung, was das immer werden soll. Dieses riesen blaue Gedöns. Aber egal. So, was haben wir denn hier? Geschichte ist manchmal lustig. Ah, okay. Deswegen hören wir uns jetzt einfach alles an und gut ist. Alles klar. Im Prinzip nur eine Pistole. Oder wie haben wir das jetzt?
unzählige Gegner, grausige Monster und üble Banditen. Ja, Tatsache. Dass hier soll Lilith, Roland, Brick und Mordecai darstellen, die am Versagen waren. Das hier sind die, ich glaube, die hießen Crimson Raiders. Das war eine Armee, die damals die Kammer auch haben wollte. Und Banditen. Meine Güte. Vor 5 Jahren dann besiegte Jack das Ungeheuer in der Kammer, triumphierte über die bösen Schatzsuche und schenkte Pandora den Frieden. Dann sicherte sich der Gutaussehende die Schürfrechte für den Planeten, den er gerettet hat. Denn die Kammer mag ein wundervolles Geheimnis, vor dem nur er etwas geahnt hat. Ja, das hier war der Wächter. Ihr seht ja hier dieses Riesending. Eridium, dieses geheimnisvolle außerirdische Element, sprudelte nur so auf Pandora und... Vorsicht, Jungs! Das heißt, dass Kammerjäger die Stadt infiltrieren. Ihr dürft ruhig abhauen. Für so einen Scheiß zahlt man uns nicht genug. Und der Teil könnte sogar stimmen. Eros, also Held im Thainischen, soweit ich das in Erinnerung habe. Meine ich, kann das sein? Nachdem du das Lügengebäude, das sich Hyperion Hall of History nennt, durchlitten hast, hast du dir eine saftige Barvergütung verdient. Ah, Geld für mich. In der Hall of History. Diese Steuerrückzahlung ist der Lohn für ihre ergebene Treue. Ja, das Double werden wir wahrscheinlich nicht mehr in diesem Part machen. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Ich werde jetzt einfach nur auf diese Mission abgeben gehen. 2 Artefakte, die man bekommen kann. Also wird irgendeiner wieder sagen, gib mir die Kamera. Nein, gib mir die Kamera. Entweder das oder ich darf wirklich einfach nur wählen. Ich hoffe, dass ich einfach nur wählen darf. Ich mag diese Entscheidungsdinger nicht unbedingt. Aber sie geben natürlich einen Widerspielwert, ne? Das ist schon irgendwie normal. Ah, wieder ein Echo. Yay. Hi, dies ist eine Botschaft von Handsome Jack an die Bauarbeiter von Opportunity. Ihr Gentleman errichtet die Zukunft. Sobald die Stadt fertig ist und ihre sorgfältig ausgewählten Einwohner anrücken, werdet ihr die wahre Schönheit sehen können, die Opportunity verkörpert. Aus der Ferne natürlich. Ihr Jungs werdet nie auch nur in die Nähe dieser Stadt kommen, wenn sie erst einmal fertig ist. Aber ihr könnt ja mit dem Fernglas zum Beispiel ein Auge drauf werfen. Ja, netter Kerl. Wie gesagt, wir geben jetzt einfach die Missionen ab und dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit der Story. Aber das sollte schon ganz okay sein, wenn wir jetzt einfach nur die Missionen abgeben. Ich meine, wir kriegen jetzt sowas von viel an Belohnung wieder in den Arsch geschoben. Entschuldigung. Aber trotzdem, es ist so. Ne? Es sind jetzt einfach viele Sachen, die wir bekommen. Fangen wir mal einfach da an bei Moxie. Die ist ja jetzt sehr froh, dass wir den Damm in die Luft gejagt haben. Kann ich verstehen, wäre ich auch. Ja, ja, danke. Das mit dem Reden klappt nicht immer so, wie ich das gerne hätte bei ihr. Ich weiß auch nicht. Nun, da der Vorarbeiter tot und die Baustelle überflutet ist, ist Moxies Rachedurst gestillt. Fürs Erste. Ach, Rache versüßt so herrlich den Tag. Naja, die Granate finde ich jetzt eher wieder uninteressant. Hast du noch was für mich? Na, nicht so wirklich, Mann. Du erinnerst mich an meinen letzten Freund. Ich glaube, du kennst ihn. Er heißt Jack. Ein echter Schamlöcher. Naja, gut. Daneben nicht. Habe ich genug Iridium für irgendwas Vernünftiges? 6. Also auf gut Deutsch, nein. Aber das macht nichts. Das macht nichts. So, dann ja, gehen wir mal erstmal zu Claptrap. Und dann gehen wir zu Lilith. Und Alakazam, da wären wir.
Nun, da die Statuen von Handsome Jack zerstört sind, wirkt Opportunity für den flüchtigen Betrachter ein wenig weniger scheiße als zuvor. Ein wenig. So, die kleine Unterbrechung musste nochmal kurz sein. Vorgelesen habe ich den Text ja. Und einen neuen Kopf dafür. Gib mir die Flosse. Ja. Yeah. Also wenn man ihm nochmal High Five geben will, geht das auch. Das finde ich schön. Wie ist diese Kopfsache jetzt? Klassenmord, da. NG13. Was soll das denn heißen? Ich bin nicht so gut in Lied. Von daher, Ich habe keine Ahnung. Ist wohl auch nicht so wichtig. Gucken wir einfach mal, was es ist, und dann ist gut. Nee. Ich finde mich so besser. Ich hatte auch noch, nicht das Skin hier gekauft. Das ist das Türkise. Sondern das hier, Malowan Style. Aber ich finde mich so jetzt eigentlich ganz ansprechend. Das gefällt mir. Also rein, Mission abgeben. Und beim nächsten Mal fangen wir dann in Opportunity an und gucken mal, was die Hauptquest uns so zu bieten hat. Wo ist sie denn? Da steht sie ja. Du hast den Rest des Universums davon überzeugt, dass Jacks große funkelnde Stadt in Wirklichkeit eine große funkelnde Todesfalle ist. Du hast außerdem Moxies Kamera angefasst, was bedeutet, dass du dir wahrscheinlich die Hände waschen solltest. Mit Säure. Treue, Aggression. Beide völlig irrelevant für mich. Schade eigentlich. Nun gut, Leute, wie gesagt, beim nächsten Mal dann machen wir mit der Hauptstory weiter. Und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss!